Today's Animal World, our co-inhabitants, will be presented in German with subtitles in Arabic, Alexis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesia, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Dass Tiere definitiv eine Seele haben. Tiere sind wertvoll, sind ganz kostbar und ein Tag ohne ein Tier ist definitiv ein verlorener Tag. Und jeder, der sich für Tiere einsetzt, hat meinen allerhöchsten Respekt. Hallo warmherzige Zuschauer und willkommen zu Die Welt der Tiere, unsere Mitbewohner. In der heutigen Sendung zeigen wir ein Interview mit der TV-Moderatorin, Tierliebhaberin, Designerin und Philanthropin Maya, Prinzessin von Hohenzollern aus Deutschland. Sie lenkt das Bewusstsein auf die Grausamkeit an Tieren und weist auf die Not von streunenden, verletzten und verlassenen Tieren hin. Die Prinzessin ist Botschafterin des Europäischen Tier- und Naturschutzvereins, eine der größten gemeinnützigen Tierschutzgruppen in Europa. Sie wurde 2009 mit dem Europäischen Tierschutzpreis ausgezeichnet. Maya, Prinzessin von Hohenzollern, lebt gegenwärtig in Spanien, hat 11 Hunde und 3 Katzen von der Straße adoptiert und das Leben von hunderten weiterer Tiere gerettet. Wenn ich ein überfahrenes Tier sehe oder verletztes, ein aus dem Müll, wie mir das halt sehr häufig passiert, kleine Welpen oder kleine Katzenbabys sehe, da gehe ich natürlich nicht vorbei, die nehme ich mit, die rette ich. Und so kommt man einfach in diese Arbeit rein und fragt immer weiter, ja, warum ist das so? Eigentlich sollte es doch selbstverständlich sein, dass man mit Tieren würdevoll und mit Liebe umgeht, dass Tiere Rechte haben und dass man sie entsprechend behandelt. Zusätzlich zu ihren Bemühungen zur Rettung der Tiere und zum Finden eines Zuhauses für diese, kämpft Prinzessin Maya leidenschaftlich für die Verbesserung des Lebens unserer Mitbewohner, indem sie sich für die Verabschiedung von verbesserten Tierschutzgesetzen in der gesamten Europäischen Union einsetzt. Das umfasst ein Verbot der Tötung von Straßentieren und den Vorschlag, Tiere in die Klassenzimmer zu bringen, um Kindern zu vermitteln, wie wichtig es ist, anderen Wesen mitfühlend zu behandeln. Wir brauchen dringend in der EU Gesetze, die den Schutz für die Tiere in allen Ländern der EU einheitlich regeln und sichern. Wie wichtig diese Gesetze sind, sieht man daran, wie unterschiedlich, wie wirklich eklatant unterschiedlich die Handhabung und der Umgang mit Tieren in den einzelnen Ländern sind. Ein Beispiel: In Deutschland gibt es Tierheime, die zum Teil und mit gutem Recht subventioniert werden, damit Tiere am Leben erhalten werden können. In Spanien beispielsweise gibt es überhaupt gar keine staatlichen Tierheime. Kein einziges. Daran kann man sehen, wie unterschiedlich die Auffassung zu Tieren ist. Wir brauchen dringend Gesetze, die das Töten von Straßentieren per se verbieten in Europa und dafür wesentlich besser und effektiver Kastrationsprogramme und Bildungsprogramme in Kindergärten erlassen. Deshalb setze ich mich seit Jahren auch auf Ebene des EU-Parlaments nicht nur dafür ein, dass es ein Gesetz gibt, was das Töten von Straßentieren per se verbietet und dafür besser Kastrationsprogramme eingeführt werden, sondern vor allen Dingen auch für entsprechende Bildungsmaßnahmen, besonders bei Kindern. In Deutschland gibt es eine ganz tolle Sache, und zwar gibt es in fast jedem Kindergarten ein Kindergartenkaninchen oder ein Meerschweinchen, das im Kindergarten lebt. Und die Kinder kümmern sich um dieses Tier, berühren es, streicheln es, versorgen es und lernen auf diese Art und Weise einen liebe- und respektvollen Umgang mit Tieren, der ihr späteres Bild mit Tieren nachhaltig prägt. Wenn wir also die Kinder so nachhaltig erziehen könnten, dann wäre das mit Sicherheit die beste Form des Tierschutzes, wenn wir nachhaltig nachfolgende Generationen anders erziehen. Tierschutz ist auch Erziehung zur Menschlichkeit. Die Prinzessin möchte den Menschen auch begreiflich machen, dass man Tiere auf tieferer Ebene respektieren muss. Und
ich rette täglich von der Straße, was ich kann. Das zählt natürlich auch, aber wir müssen wirklich irgendwann mal zu einer Grundlösung kommen, dass Menschen einfach verstehen, mit dem Herzen verstehen, dass Tiere Teil der Schöpfung sind, dass sie eine Seele haben und dass sie mit Respekt und Liebe behandeln, genauso wie Kinder auch. Als nächstes treffen wir Carlos, einen erst kürzlich von Prinzessin Maya geretteten Hunde. Carlos habe ich vor 2 Wochen auf der Straße in Spanien gefunden, wo er ausgesetzt wurde. Und zum Glück habe ich ihn gefunden, habe ihn mitgenommen und jetzt habe ich ihn vermittelt. Deswegen ist er jetzt heute hier. Der wird Schweizer. Der geht also in die Schweiz und hat da ein neues Zuhause gefunden. Das ist ein ganz süßer, lieber Hund. Ich schätze mal, dass er so 7 Monate alt ist. Und ja. Also es bricht mir natürlich jedes Mal das Herz, wenn ich sie weggeben muss, das ist klar. Ich suche die Leute sehr genau aus, denen ich die Tiere vermittle und stehe auch in ständigem Kontakt mit den Leuten. Also ich gebe nirgendwo ein Tier ab und dann aus dem Augen, aus dem Sinn. Ich schreibe, rufe in den ersten 2 Wochen in der Regel 50 Mal an, wie es geht. Ich bekomme Fotos geschickt. Also das ist eigentlich über Jahre dann ein Kontakt. Und ich behalte mir auch immer im Schutzvertrag vor, dass wenn etwas ist, wenn das Tier durch eine Krankheit, durch eine Notsituation irgendwie abgegeben werden muss oder irgendwo hin muss, dass ich es wieder zurücknehmen würde. Hunde sind nicht die einzigen Tiere, die Prinzessin Mayas Liebe und Respekt erhalten. Sie führt auch Kampagnen für die Rechte der unschuldigen, hilflosen Tiere, die als Nahrung genutzt werden, zum Beispiel Puma und Gänse. Ich mache jetzt auch eine Kampagne mit Peter, wo ich alle Königshäuser in Europa anschreibe und sie bitte, auf Hummer von ihren Speisekarten zu verzichten, also Hummer zu streichen von ihren königlichen Speisekarten, weil Hummer ganz wundervolle Tiere sind, sind auch Blaublüter sozusagen und die können 100 Jahre alt werden. Es gibt tolle Unterwasseraufnahmen von Hummern, die Hand in Hand laufen, die tragen ihre Kinder 9 Monate mit sich herum, so wie wir Menschen auch. Und vor diesen Erkenntnissen habe ich jetzt die Königshäuser angeschrieben und sie aufgefordert, Hummer von ihrer Speisekarte zu nehmen. Wir haben das letztes Jahr mit Prinz Charles gemacht, der auch daraufhin Gänsestopfer von seiner Speisekarte genommen hat. Und jetzt hoffe ich, dass wir da ein bisschen Bewusstsein schaffen können, weil eben auch die Vorbildfunktion da ist. Ihre edlen Bemühungen, das Leben der Tiere zu verbessern und für ihr Wohlergehen zu sorgen, wurde Prinzessin Maya vom Aachener Tierschutzverein in Deutschland die Aachener Tierschutzmedaille 2010 verliehen. Diesjährige Preisträgerin hat es sicherlich voll erfüllt, die Erwartungen, die wir an den Preisträger der Aachener Tierschutzmedaille haben. Begrüßen Sie mit mir bitte die Prinzessin Maya von Hohenzollern. Können Sie uns sagen, was Sie bewog, ihr diesen Preis zu verleihen? Wir wollten jetzt schon ein Zeichen setzen mit dieser Preisvergabe, um den Tierschutz in Spanien zu stärken. Er ist auf einem guten Weg, aber es ist ein kleines Pflänzchen und er muss wirklich gegossen werden, damit es ein starker Baum wird. Prinzessin Maya mit ihrer Arbeit vor Ort unten in Marbella leistet vorzügliche Arbeit. Sie nimmt so viele Tiere auf, pflegt die gesund, guckt sie, dass sie nach Deutschland kommen. Aber das ist nicht das Einzige. Sie kämpft für ein europäisches Tierschutzgesetz, was sehr wenige tun. Die kümmern sich nur um die Tiere, aber nicht um das Übergeordnete oder die Schließung in Rumänien, dieser Tötungsstation, wo Tausende von Tieren gestorben sind. Auch das war für uns ein ausschlaggebendes Argument zu sagen, Prinzessin Maya wird diese Kandidatin sein, weil sie so vielfältig ist. Sie ist eine starke Kämpferin für den Tierschutz und das war uns sehr wichtig. Prinzessin Maya glaubt, dass eine vegetarische Kost und Güte gegenüber allen Tieren die effektivsten Wege sind, Frieden auf die Erde zu bringen. Wie glauben Sie, würde unser Planet aussehen, wenn die Menschen sich gemäß dem Willen des Schöpfers verhalten würden und nicht ihren eigenen Gelüsten frönen würden? Ja, also das würde schon im Umgang unter den Menschen zu einer großen Besserung führen. Ich denke, solange die Menschen nicht aufhören, die Tiere zu töten, werden sie auch nicht aufhören, sich selbst zu töten. Und ich habe das Gefühl, dass Menschen
immer mehr auf ökologischen Gedanken, sei es im Essen, sei es bei Kleidung, bei Möbeln, bei allen anderen Dingen ihres Lebens Wert legen. Also ich habe Hoffnung, ich sehe das auch an den Resonanzen, die ich bekomme, über Facebook zum Beispiel, wo ich sehr viel poste. Die Leute nehmen das wahr. Ich habe eine ganz große Hoffnung, dass wir jetzt in ein Zeitalter der Ökologie kommen. Prinzessin Maya glaubt, dass Tiere auf unserem Planeten eine wichtige Rolle spielen und in vielerlei Hinsicht unsere Lehrer sind. Also ich bin längstens der Überzeugung, dass wir von Tieren unendlich viel lernen können. Persönlich bin ich immer wieder nach all den Jahren so frappiert und erstaunt, dass wenn ich einen Hund finde zum Beispiel, der jahrelang eingesperrt wurde, dieser Hund trotzdem noch irgendwann schafft, schwanzwedelnd auf einen zuzukommen und Vertrauen zu einem zu fassen. Das ist für mich unfassbar, wie sanftmütig die sind, wie dankbar die sind. Und Tiere haben eine solche große soziale Kompetenz, von denen könnten viele Menschen eine ganze Menge lernen. Prinzessin Maya hat eine große Hoffnung für die Menschheit. Also ich hoffe, dass man Menschen, es gibt so viele Menschen, die wirklich Tiere lieben, mögen, die wissen, wie toll es ist, mit einem Tier zu leben. Und dass diese Menschen auch den Mut haben, für ihre Tiere aufzustehen. Dass sie sagen, wir gehen jetzt dagegen vor, wir fordern ein, wir klagen an. Und dass vor allen Dingen natürlich auch seitens der Kirchen weitere Reaktionen kommen und dass es vor allen Dingen auch mal Politiker gibt, die sich mal zu Tieren committen. Seien Sie vegan, leben Sie grün, um den Planeten zu retten. Für Ihre hervorragende Arbeit, die die Tierwohlfahrt in Europa erheblich verbessert hat, ehrt die höchste Meisterin Shanghai, Prinzessin Maya von Hohenzollern, mit dem Shining World Hero Award und bietet mit all ihrer Liebe und Dankbarkeit 10.000 Euro an, falls die Prinzessin diese akzeptiert, zur Unterstützung ihrer noblen Arbeit. Prinzessin von Hohenzollern, wir applaudieren angesichts ihres selbstlosen Engagements beim Retten und Verbessern des Lebens unserer tierlichen Mitbewohner. Sie sind wahrhaftig ein königliches Wesen und inspirierendes Vorbild, dem wir alle folgen können. Mögen Sie bei Ihren zukünftigen edlen Unternehmungen viel Erfolg haben. Für mehr Details über Maya, Prinzessin von Hohenzollern, besuchen Sie bitte www.prinzessin-von-hohenzollern.de. Treten Sie mit ihr in Verbindung auf www.facebook.com. Informationen über den Europäischen Tier- und Naturschutz e.V. sind erhältlich bei www.etn-ev.de. Danke für Ihr Dabeisein heute bei Die Welt der Tiere, unsere Mitbewohner. Es folgt auf Supreme Master Television erleuchtende Unterhaltung nach bemerkenswerte Nachrichten. Möge alles Leben von Würde, Respekt und Liebe erfüllt sein. Thank you for joining us today on Animal World, our co-inhabitants. Coming up next on Supreme Master Television is Enlightening Entertainment. After noteworthy news. May all lives be filled with dignity, respect, and love. For more details, please visit www.suprememastertv.com/aw.